Also richtig viel Kohle war es jetzt nicht eigentlich. Teleporter brauchen wir nicht. Wir nehmen jetzt E-Bomben, kaufen wir mal noch zwei und den Rest dann da davon. So. Schaffen wir es irgendwie? Ich glaube nicht. So. Müssen wir hier den Damage direkt mal taken. Bisschen schade, aber was soll's. So, jetzt müsste gleich wieder der Punkt kommen, genau. Den Damage nehmen wir auch mit. Den auch. Den können wir nicht mehr. Deswegen warten wir jetzt hier an der Stelle mal wieder. Und was wir jetzt. Ah, jetzt können wir hier wieder das Geld mitnehmen. Sehr gut. Nehmen wir gleich mal hier weiter. Hier ist nämlich noch viel mehr Geld. Okay. Geld ist immer gut. Geld, 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 Geld. Oh, haufenweise, was wir hier mitnehmen konnten. Ey, ist richtig gut. Hier ist ein bisschen was. So, den nehmen wir auch mit da. Waren wir zwar ein bisschen außen rum, aber was soll's. So, hier ist auch jede Menge. Sehr gut. Ich glaube, wir sind schon wieder voll. Dann gehen wir jetzt einfach mal nur noch so weit nach unten, wie es irgendwie geht. So, weiter können wir nicht, weil wir das Rote sonst nicht bekommen können. So. Hier brauchen wir wieder auf jeden Fall so eine Bombe, dann können wir sie auch gleich benutzen. Denke ich. Eigentlich auch. Das können wir einfach nochmal freibuddeln, solange wir jetzt Sprit haben. Kein Thema. Da haben wir jetzt noch so ein rotes Teil, da können wir aber nichts mit machen. Müssen wir ganz vorsichtig sein, nach so viel Schaden, wie wir jetzt genommen haben. Schön langsam hier. Nicht, dass wir hier nochmal sterben. Das wäre nicht so schön. So, Kohle, Kohle, Kohle. Das war nicht ganz so viel, weil wir nicht so dolle Materialien diesmal hatten. Aber naja, 90.000 ist auch okay, können wir wieder neuen Bomben kaufen. Zack, 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 zack. Und wieder runter. So. Und go, go, go. Bald haben wir es geschafft und sind bis einmal ganz nach unten durchgebuddelt. Das machen wir diesmal kaputt. So, langsam sollten wir wieder da ankommen, wo wir aufgehört haben. So, hier irgendwo. Ja, perfekt. So, holen wir die Sachen hier noch mit. Zack, zack, zack. So. Hier brauchen wir eine Elektrobombe. Auf alle Fälle. Wie kommt man da rein? Von da rechts. Da kommen wir ein bisschen blöd hin. Die brauchen wir auf jeden Fall an der Stelle. Das können wir kaputt machen und den ganzen Geld mitnehmen. Das lohnt sich definitiv. Uiuiui, was haben wir denn hier alles an Geld, ey? Ist ja der Wahnsinn. Hier nochmal rum, holen das Geld dann noch mehr ab. Und eins haben wir eins versaubeutelt. Aber egal. Eh voll gleich. Denke ich. Ja, da sind wir auch schon voll. So, gehen wir wieder hoch hier. Bisschen langsamer vielleicht. So, weil hier ist nämlich so ein Punktkram hier. Genau. So, hier brauchen wir auf jeden Fall wieder so eine Bombe. Dann können wir die auch gleich auslösen. Da ist, haben wir noch nicht aufgebuddelt. Können wir jetzt auch noch schnell machen. So.
Haben wir zwei von den kleinen? Wir haben tatsächlich zwei von den kleinen, das ist optimal. So, jetzt müssen wir bis oben hin durchkommen eigentlich. Schätzungsweise. Eigentlich brauchen wir Hüllenteile gar nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur Geld, um Bomben zu kaufen. Das ist meine Meinung zu dem ganzen Thema hier. Es bringt uns die Hüllen, wenn wir das dann nicht richtig verwenden können, letzten Endes. Weil wir mit den Bomben den Boss ja nur tot kriegen. Davon kaufen wir nochmal zwei. Weil wir brauchen ganz viele T-Bomben auf jeden Fall. Davon kaufen wir nochmal welche, sondern Rest alles in T-Bomben. So. T-Bomben sind ja nützlich gegen den Boss bis jetzt, deswegen nehmen wir da ganz viele von. Ich will auch nicht zu viele von, weil wir in der anderen, in der Delta-Station war das, glaube ich, diese fetten Bomben für 3000 kaufen kann, die mehr Damage machen. Wir müssen nur halt mit den T-Bomben erstmal so weit kommen, damit wir die dann kaufen können. Das ist also unser Plan für die ganze Geschichte. Falls ihr euch gewundert habt. Warte mal, jetzt müssen wir mal gerade was gucken. Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Okay, da drüben ist jede Menge Kohle. Wir müssen jetzt gerade mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Irgendwie müssen wir da mal reinkommen. Eine T-Bombe. Ich denke, das lohnt sich, weil wir da so viel Geld drin liegen haben. Dann lohnt sich die eine T-Bombe auf jeden Fall. Ich denke, hier müssen wir noch eine benutzen. Jetzt hier so eine. So, jetzt eine Elektrobombe. Und los geht die Party. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da drüben ist nochmal so viel Zeugs. Aber da kommen wir nicht so einfach hin, denke ich. Leider. Gehen wir erstmal wieder hier rum. So, den holen wir uns. Okay, müssen wir von oben nochmal runterbauen. Jetzt. Wieder eine Elektrobombe da an der Stelle. So, erstmal hier das Zeug holen, was wir holen können. So. Haben wir wieder die Bombe. Haben wir so eine Bombe. Elektro. Haben wir noch eine? Ja. Eine Bombe. Eigentlich hätten wir das eine Geld-Ding da mitnehmen können, aber egal. So, gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen was an Zeugs mitnehmen. Können das Geld gut gebrauchen. So. Bin nämlich fast wieder voll, das ist ganz gut. Mal hier komplett rüber hacken, die sind voll. Alles klar, dann würde ich sagen, weg hier. Ganz langsam. So, eigentlich müssen wir bis oben hindurch fliegen können, meiner Meinung nach. Von da außen jetzt. Das wäre ganz gut zumindest, wenn das klappt. Sprit wird auch langsam eng. So, sobald jetzt hier gleich diese Teile kommen, diese erste Bodenschicht, dann wissen wir, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen. Hier, das habe ich gemeint, aber okay, aufpassen wir trotzdem nicht, von daher, was soll's. Reparieren, danke. Es ist sau teuer, das Reparieren mittlerweile. Darf mir gar niemandem erzählen. Das war schön viel Geld. T-Bomben mehr. Jetzt hätte ich auch gerne noch ein paar Reparaturkits eigentlich. Grün-Stings-Dings-Bums, das ist Reparaturkit. Da hätte ich gerne wieder so drei Stück wenigstens. Nur damit wir da schon mal einen Plan haben, was wir noch brauchen. So, gucken wir mal. Wenn wir wieder nach unten kommen und weiter Geld machen können. Vor allem auch. Da müssten wir irgendwie hinkommen.
kommt man da am besten hin gerade? Nehmen wir mal hier so eine T-Bombe. So, gucken wir mal. Wir haben nämlich zwei von diesen kleinen. Und damit kann man die hier holen. Und das ist natürlich Kohle des Todes. Das hat sich richtig gelohnt, denke ich. Die nehmen wir auch nochmal noch mit hier. Schachtbombe. So, dann können wir jetzt wieder hier nach unten. So, ich denke, das geht alles gut voran. Bin echt gespannt, wie schwer der Boss noch wird und wie viele Ebenen der denn noch dann macht. Wird auf jeden Fall interessant. Haben wir noch eine E-Bombe? Haben wir eine E-Bombe. Nehmen wir uns erstmal hier die Sachen noch mit. So, die haben wir. Die haben wir auch alle. So, nächste Bombe. Boah, das lohnt sich hier. Richtig gut. Hier haben wir was. Da können wir noch was einsammeln hier. Oh, das war nicht so gut, aber egal. Noch zwei Stück immerhin. Dünne Geschlecht. Gar nicht gut. Sammeln wir jetzt noch das restliche Geld hier ein. Und dann machen wir mal mit dem Teleporter zurück. Weil wir doch ganz schön geschwächt sind. So. Teleporter. Alles klar. The Bam, the Bam, the Bam. Das gab richtig Kohle, ey. Richtig geil. Reparieren wir uns erstmal voll. Wir kaufen keinen Teleporter, kaufen nur Reparaturkits. Das sind jetzt so vier, das ist unsere Kohle jetzt gut weg. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir noch eine Runde nur machen müssen, damit wir nochmal Kohle zusammen haben für die Delta-Posten. Und dann sollten wir fast genug Bomben zusammen haben, bin ich der Meinung. Aber erstmal schauen, dass wir hier nochmal eine Runde machen. Da ist ein ganz schöner Haufen Krams. Kann man da bestimmt irgendwie reinbohren. Hier müssten wir reinbohren können. So, gucken wir doch mal. Sehr geil. So, weiter nach unten haben wir ein bisschen was mitgenommen. Von der Action da drüben haben wir auch ganz schön was zu mitnehmen. Vor allem ist da noch eine T-Bombe, was ganz gut ist. So. Alles klar. So. Da will ich jetzt nicht wirklich hin. Weiter nach unten. Demnach. Okay, hier können wir wieder durchgehen, das ist kein Thema. Die Bombe können wir auch durchgehen, kein Thema. Hier können wir jetzt so ein Ding benutzen. E-Bombe und dann nochmal so ein Ding. E-Bombe, noch so ein Ding. So, das nehmen wir mal mit. Genau wie das da und die hier. Auf alle Fälle. So. Die hat sich gelohnt, wieder der Spaß. Den nehmen wir auch mit. Hier ist ordentlich noch was an Kohle gerade zu holen. So, hier eine Bombe. C4, sehr geil. Dass hier an Kohle rumliegt, der ist ja der Wahnsinn. Gerade. Okay, wir sind aber auch schon wieder voll. Das heißt, wir müssen hier wieder weg. Okay, wir kriegen auf jeden Fall auch richtig viel Kohle jetzt raus nochmal. Deswegen machen wir aber erstmal Blatt.
Weil bis hierher haben wir es dann geschafft, wirklich in einer Linie zu sein. Und können dann hier einfach nach oben fliegen, was perfekt ist. Dann können wir nämlich bald den Boss einfach chillig da nach unten fliegen und brauchen da kein großes Gedöns drum machen. Falls wir ihn nochmal nicht schaffen sollten, wovon ich aktuell ja nicht ausgehe. Wer weiß es aber ja nicht. So. Go, 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 go. Ab nach oben, ab nach oben. Aua. So. Alles weg damit. Ja, ich denke, wir geben kein zusätzliches Geld mehr aus. Wenn wir was brauchen, können wir es dann kaufen. Denke ich einfach. Okay, gehen wir nochmal reparieren. Das bringt ja nichts. Wenn wir jetzt da losgehen und schon halb tot sind.